Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Du hast, ich habe geguckt, beim BVB sämtliche U-Mannschaften eigentlich durchlaufen, in der U19 auch sehr erfolgreich gespielt, unter anderem in der UEFA Youth League Tor geschossen, U19-Nationalmannschaft. National sowie internationale Erfahrung, was nimmt man so mit, gerade jetzt, du bist, sag ich mal, 20 Jahre alt gerade, was nimmt man so mit aus solchen Spielen und solchen Ereignissen? Das sind natürlich Spiele, die einen prägen, und da lernt man natürlich auch was auf internationaler und nationaler Ebene, wie Sie schon gesagt haben. Und aber der Unterschied ist halt, dass das noch Jugendfußball war und jetzt ist halt Herrenfußball. Klar gibt es da schon so ein paar Ähnlichkeiten, beziehungsweise nimmt man da schon viel mit. Aber hier muss man sich nochmal neu beweisen und nochmal ein Stückchen zulegen auf jeden Fall. Das ist wichtig. Du sprichst gerade schon die Unterschiede an. Wo liegen denn so genau die Unterschiede bei Jugendspielen im Vergleich zur dritten Liga? Ja, jetzt genau zur dritten Liga. Also klar, erstmal das Robuste auf jeden Fall, was auf jeden Fall in der dritten Liga gegeben ist. Da ist jetzt auf dem Platz, da geht es halt einfach viel mehr körperlich zur Sache. Und auch die Räume und das ganze Spielerische ist halt nicht so wie in der Jugend, wenn man jetzt mit Dortmund gegen Wuppertal oder so spielt. Das ist halt natürlich schon ein Unterschied, aber klar, dafür bildet man sich halt in der Jugend aus, um hier in der dritten Liga zu spielen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es ja recht erfolgreich auch war. Du bist auch im Fokus gerückt, von Sportbild einen Artikel gelesen, die so als Youngster damals, das ist ja vor anderthalb Jahren, war das ungefähr, ausgemacht haben. Was ist in deiner Meinung nach so am Ende entscheidend für den Sprung von der Jugend- bzw. Regionalliga-Mannschaft in den Profikader des BVB? In dem Profikader des BVBs? Das ist natürlich schwer. BVB hat natürlich einen Kader, der ist brutal, aber dass man es schaffen kann, haben auf jeden Fall Leute bewiesen, wie zum Beispiel Christian Pulisic oder Jakob Brun-Larsen. Was man richtig machen muss, das ist natürlich schwer. Man braucht das gewisse Talent. Man muss sich halt voll reinhängen und dann mit einem gewissen Quäntchen Glück und vielleicht das ein bisschen Glück und Können, dann kriegt man vielleicht die Chance oben und sollte sie dann auch nutzen. Wie war denn da die Kommunikation bei dir damals, um da nochmal kurz drauf zurückzublicken? Du hast dann ja in der U19 gespielt und bist dann aber auch schon hier zum VfL zum Probetraining gekommen. Wie kam das zustande? Also hattest du für deinen Geschmack zu wenig Einsatzzeiten in der Regionalgemeinschaft oder wie blickst du darauf zurück? Ja, also das kann man so nicht sagen. Ich war erstmal ausgeliehen nach Venlo und bin dann in der Winterpause hier hingekommen, habe das Probetraining dann als Gastspieler habe dann hier sozusagen gespielt. Aber dass das in Dortmund nicht geklappt hat, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie zu wenig Einsatzzeiten bekommen habe, sondern das hatte andere Gründe, aber jetzt bin ich hier und erstmal glücklich auf jeden Fall. Du bist jetzt seit Sommer tatsächlich unter Vertrag, hast jetzt 6 Einsätze hier beim VfL gespielt. Wie würdest du deine persönliche Entwicklung hier beschreiben? Ich habe das ja eben schon in der Pressekonferenz gesagt. Also am Anfang war es, wie gesagt, sehr schwer für mich, da ich wenig gespielt habe nach dem ersten Einsatz gegen Würzburg. Musste mich halt über Trainingszeiten dann wirklich beweisen und habe dann auch die Chance bekommen jetzt vor ein paar Wochen, dass ich dann auch eingewechselt wurde, Spiele von Anfang an gemacht habe. Und ich denke, dass ich dann jetzt auch mehr in die Mannschaft gerückt bin und sozusagen meinen Teil dazu beitragen kann. Ja. War das die Herausforderung dann doch und der Unterschied, sich an die dritte Liga erstmal zu gewöhnen, oder wo hast du die Schwierigkeiten so gesehen? Ja, das kann man schon sagen. Also größtenteils auch deswegen, da ich das letzte Jahr wenig gespielt habe, bis fast gar nicht, musste ich halt erstmal wieder in den Rhythmus kommen, überhaupt Spiele zu machen. Also in der Vorbereitung, klar, hat man schon Freundschaftsspiele gemacht, aber das ist halt nicht das Gleiche, wie wenn man in der dritten Liga jetzt ein Topspiel hat mit ausverkauftem Hof hier in der Bremer Brücke. Aber da muss man erstmal wieder reinwachsen, wenn man so lange nicht gespielt hat. Aber wie gesagt, wir sind Fußball, das klappt. Wo siehst du dich da jetzt im Fitnesszustand und auch was so deine Einsatzzeiten angeht? Also jetzt momentan bin ich auf jeden Fall in einem guten Zustand. Fitness, Körper, Psyche, also ich fühle mich gut. Und wie gesagt, jetzt hoffe ich einfach, dass das mit den Einsatzzeiten noch mehr wird und dass ich mich halt immer mehr beweisen kann. Spielt das eine Rolle, dass man in so eine intakte Mannschaft dann auch reingeworfen wird und Einsatzzeiten bekommt? Ja, na klar. Also das spielt eine große Rolle. Vor allem das Vertrauen dann auch vom Trainer zu bekommen, dann wirklich in so eine Mannschaft reinzukommen, die dann halt auf Platz 1 steht, gewinnt, Siege holt.
dass man dann sagt, okay, ich packe den Jungen rein, obwohl wir die ganze Zeit gewinnen. Das ist halt auch wichtig. Klar, auch für den Spieler, auch für die Psyche. Wie siehst du denn deine persönlichen Ziele noch? Also jetzt hast du, wie gesagt, 6 Einsätze stehen bisher zu Buche. Hast du dir so Ziele gesetzt, wie viele Einsätze du tatsächlich am Ende der Saison haben willst? Oder auch, was den Treffer angeht? Ehrlich gesagt, so welche Ziele habe ich mir nicht gesetzt. Ich versuche einfach, das Maximum rauszuholen aus mir. Und wenn es dann weniger Einsätze werden, dann werden es weniger. Wenn es mehr werden, werden es mehr. Und darauf arbeite ich hin. Was meinst du, was mit der Mannschaft noch möglich ist? Ich denke, mit der Mannschaft ist einiges möglich. Jetzt erstmal wollen wir die Herbstmeisterschaft holen jetzt am nächsten Wochenende. Und dann positiv auf jeden Fall jetzt noch mit dem letzten Spiel gegen Würzburg auch in die Winterpause gehen. Und dann im nächsten Jahr am besten so weitermachen wie diese Saison, wie dieses erste halbe Jahr. Wie gefällt es dir generell in Osnabrück? Hast du gerade schon gesagt, du kommst aus Bünde, hast dann lange in Dortmund wahrscheinlich gelebt, ein bisschen größer, ein bisschen noch mehr Fußball und jetzt in Osnabrück. Wie gefällt es dir hier? Ja, ist schon ein Unterschied zu Dortmund auf jeden Fall, kann man schon sagen, auch von der Größe und von den Leuten. Aber wie gesagt, ich komme aus Bünde, ich komme aus der Nähe, ist nicht weit und ich fühle mich hier wohl, ich kann jederzeit nach Hause. Ich habe hier auch meine Jungs, mit denen ich was mache und ich komme klar auf jeden Fall. Alles klar, Jan, vielen Dank.